Hallo, ihr lieben Zuschauer und Zuschauerinnen da draußen. Hier ist das König von den YouTube-Kanälen, Jana Schons auf der Suche nach einem Abenteuer. Bekannt als Jana Schons Darmdra, Captain America, der Justus König Darmdra, der YouTuber aus Würzburg. Und heute schaue ich den Film an, ja, den berühmten Kinofilm, den japanischen Godzilla-Film, die neue Version Godzilla, ja. Ja, Godzilla, König der Monster, der Kultfilm, der, also das ist der Godzilla, wie er es begann wieder, also japanischer Film. Das ist spezial in Cineworld, der kommt nur an bestimmten Uhrzeiten, ja, am Freitag um 23 Uhr und ja, und morgen nochmal 23 Uhr am Samstag. Und halt, das heißt Speziale. Heißt es auf Deutsch, aber auf Speziale heißt, da kommt da bestimmte Uhrzeiten. Weil es auf Japanisch ist, und kommt halt nicht dann so regelmäßig, sondern nur bestimmte Uhrzeiten, bestimmten Tagen. Ja, danach nicht mehr. Und das, ich habe gehört, der Film soll sehr gut sein. Kritik auch sehr gut. Und es soll, und da steht drauf, die Japaner können das mal zeichnen, wie der bessere Godzilla-Film macht. Ja, die können echt gut. Der Godzilla-Fan war ich sowieso immer. Deswegen muss ich angucken. Und ja, also guck jetzt an, in Cinewood, Mainfrankenbach, Dettelbach, da schaue ich jetzt den Kinofilm an, habe ich bekommen, heute um 23 Uhr, musste schon vorbestellen, ja, sonst wäre alles ausverkauft. Einfach Godzilla, einfach geil, also König der Monster, der japanische Godzilla war schon immer geil, ja, wisst ihr, Godzilla ist ja eigentlich, weiß er, ein Monster, ein riesiges Großmonster, das, so Hitzewelle speien kann, so wie ein Drache, und das alles zerstören kann und riesengroß. Und ja, der hat nur in den Jahren verschiedene Aussehen gehabt. Und ja. Und das soll ja darstellen, dass es der Godzilla ist. Godzilla ist entstanden durch diese Wasserstoffbomben und ist er so groß geworden. So ein, eigentlich weiß er ein Dinosaurier, groß geworden ist. Und eigentlich fast unsterblich war. Und ja. Ja, und da sollen ja die Geister, die Seelen der Menschen von der mechanischen und japanischen Seite, wo im ersten und zweiten Weltkrieg gestorben sind, drin sein oder wurden sein. Jedenfalls hat der Godzilla damals einfach immer verschiedene Formen gehabt, Aussehen. Wenn er den helfen musste, gegen böse Leute kämpfen musste, gegen Alien und Monster sowas, hat er ein gutes Aussehen gehabt. Wenn er nur böse dargestellt worden ist, nur als Feind war, war der böse aussehen gehabt. Oder, ja, wie in einem Film, Godzilla gegen King Dora, Mothra und King Ghidorah, war ja mit weißen Augen. Ja, jedenfalls Godzilla, Godzilla, Godzilla. Geiler Film, schon immer gewesen. Hab ja die DVDs, Godzilla, Mechagodzilla 2, oder Godzilla, Mechagodzilla, Giro. Mit den Knochen aus dem ersten Godzilla, der gestorben ist, mit den Kahlen, daraus ein Bio-Cyborg gebaut wurde und gegen den kämpft, mit dem zweiten Cyborg Mothra, ja, und so weiter. Also, ihr könnt dann den Trailer sehen und nach dem Trailer könnt ihr mich sehen. Wie ich davon berichte, wie der Film war, Kritik, sowieso, meine Kritik. Justus over and out. Lass uns jetzt den Film anschauen und ihr den Trailer. Den Trailer kann man nicht im Kino sehen, denn der ist ja Speziale. Ha
Frankenzimmer ins Kino. Rein Frankenpark Cineplex. Oh.
Da läuft der Film dann. So, ist schon Kino. Die Zukunft dieses Landes liegt in unseren Händen. Wir wissen viel zu wenig über Godzillas Körper. Godzilla minus one. So Leute, da bin ich wieder. Also der Godzilla-Film ist von 23 Uhr bis 1.30 Uhr gelaufen. Jo, im Cineworld Kinosaal 1. Gegenüber von der anderen Seite von dem Kinosaal 3, wo das, ja. Ja, das war besser Sound ist. Gut, ja, der Film war gut. War wieder viel Werbung dabei. Viele Leute waren drin. Der Godzilla-Film. Ja, also von der. Der Film ist gut und lang. Die Szene mit Godzilla. Gut. Die Godzilla-Figur schaut auch cool aus. Und ja, man sieht, dass sie vielleicht ein bisschen von den amerikanischen Godzilla, wissen, die letzten drei Teile ein bisschen kopieren wollten. Mit der Story. Weißt du schon, da war doch mal ein Godzilla, weißt du schon, der, nicht der andere Godzilla amerikanische, sondern der andere. Gab es ja schon früher mal einen 2000er, glaube ich, amerikanische Godzilla, wo dann mehrere aufgetaucht sind und so einfach getötet worden sind. Da gab es ja später einen anderen Godzilla, der ist eine Kopie von Amerika, der eine Kopie von Japan war. Und ja, da gab es davon dann Teil 2 mit wirklich einem King Ghidorah. Ja, dieser der Drache kämpft. Ja, der König der Monster gegen den Weltraumkönig. Oder was. Und dann Godzilla mit King Kong gegen Mechagodzilla kämpft. Puff. Jo. Und dann, ja. Und da wollen sie kopieren von Godzilla 1 Film von den dreien. Ich bin Godzilla Film da. Ja. Haben versucht vielleicht nachzumachen, den kann ich Godzilla Film da. Gut. Ah, Godzilla-Film, ja, wie hat er mir so gefallen? Also, mir hat er gut gefallen. Also, wie Kampfszenen waren, der Aussehen von Godzilla war ganz gut. Die Story, diese Story von einer Person, dann, ja, Psycho-Story, die hat mir nicht so gefallen. Ohne Psycho-Story wäre der Film nicht so lang gewesen, aber wäre besser gewesen. Die Psycho-Story in einer Person, das war irgendwie zu viel. Ja, das hat mir nicht gefallen. Also diese Psycho-Story. Das war zu lang. Ansonsten, wie bei Napoleon-Film, da war auch viel Blablabla und die Kriegsszenen nur kurz. Ja, also der Trailer, so gesehen hast, war besser. War besser, am besten. Weil das hast du nicht gesehen, dass so viel Blablabla, so viel Story ist. Also siehst du nur ab und zu mal Godzilla, ein paar Mal. Aber auch kleiner ist, dann viel größer ist, aggressiver ist.
Ja, und sein Hitzestrahl, Atomic, wie es heißt, ist stark wie eine Atombombe. Und da muss er immer 5 Minuten warten, bis er sich wieder aufladen kann. Ja. Jo. Also er ist jetzt ein bisschen aggressiver. Sonst läuft er immer so eine Stadt rein, macht so bumm, bumm und buff. Jetzt macht er so. Und beißt nein und beißt und macht so. Und früher hast du gesehen, immer haben sie bei japanischer Film gemacht, dass er Godzilla aus dem Wasser aussteigt. Also plötzlich da das Wasser ist. Und die Szene kriegst du, bis das Wasser hochgeht und bumm, da steht. Und dann läuft. Das haben sie auch weggemacht. Also siehst du nicht, das siehst du, Godzilla ist in der Stadt. Siehst du, wie er zerstört, aber nicht, wie er in die Stadt reingeht. Das haben sie früher mal gemacht, haben sie gesagt. Früher haben sie auch immer einen Schauspieler gehabt, der das Kostüm anzieht und eine Modellstadt nachgebaut. Also ein Modell. Und dann der soll das dann zerstören, dass das wegen echt wirkt. Ja, und das haben sie jetzt immer so gemacht. Man sieht auch am Ende des Tals, dass sie dachten, Godzilla, aber der kommt wieder zurück. Denke ich mal. Es war halt einfach wie alles begangen, nur andere Story. Die Grafik, alles besser. Damals schwarz-weiß oder so. Ja. Ja. Also, Film ist gut. Godzilla war gut, super. Die Szene mit Godzilla, der Kampfszene, alles war super. Nur die Story, bezüglich Story in einem Soldaten, das war nicht so toll. Und alle anderen können ja schreiben, die so gesehen haben, wie sie es gefallen haben. Ihre Meinung können ja kommentieren. Also meine Meinung, Film ist gut, ohne Zukunftsstory wäre besser. Ich glaube die DVD, aber da müsste ich mir vorspulen, die Zukunftsstory wegmachen. Gut, ja. So ist er halt. Und hier habe ich ja meinen japanischen Godzilla-Figur, die ich damals schon bekommen habe. Wenn nicht neu, die war auf dem Flohmarkt, haben sie gekauft. Gut, meine Eltern. Und diese Godzilla-Figur ist aus den 80er Jahren. Ja, aus China, oder wie es heißt. Und damals haben noch die Godzilla-Figuren noch keine diese Zacken hinten gehabt. 80 Jahre. Also ich habe geguckt, so eine Godzilla-Figur kostet so ungefähr 200 Euro. Und ich schicke mir als Dekoration da. Jo. Dann wünsche ich noch einen schönen zweiten Advent. Eine schöne Weihnachtszeit. Schöne Winterzeit. Ja, schöne Adventszeit. Und ich sag jetzt, Good night. Ich geh schlafen. Gute Nacht. Das ist over and out. Game over. Schluss für heute. Man sieht sich dann irgendwo auf Weihnachtsmarkt. Keine Ahnung. Muss erstmal wieder einkaufen gehen. Ciao, ciao. Das Licht ist aus. Ich gehe nach Haus. Goodbye. Das ist Game over.